Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Kapitän auf Industry. Tja, weitermachen wir. Wir haben hier das Problem mit dem Schwefel weiterhin. Und meine Idee ist jetzt folgende. Ich mache hier einen Cut rein. Den können wir auch direkt abholen. Würde ihn hier hin machen. So. Priorität hoch. Und würde hier was anschließen. Und nee, warte mal, das ist aber falsch, oder? Warte mal, das ist aber falsch. Das ist aber falsch. Nochmal. So. So ist es richtig. Ich hoffe, das funktioniert. Der hat nämlich dann Priorität. Ich weiß noch nicht, ob er den anschließt. Oder ob wir den nochmal schieben müssen. Können wir hier kurz... Können wir das Material eben haben hier? Hallo? Hallo? Bitte, bitte? Bitte? Es ist dringend. Wir brauchen nämlich Ammoniak. Und zwar in Massen. Aber dafür muss Schwefel weg. In Massen. Ich glaube, der kommt da nicht rein, ne? Boah, haben wir schon wieder so viele Fehlermeldungen hier. Ich kann doch nichts machen, Mann. Okay. Geht das? Okay, er verbindet nicht. Alles klar. War ja irgendwie klar. War ja jetzt irgendwie klar, dass er das nicht verbindet, oder? Das hätte man doch jetzt wieder in einer Hand abzählen können, dass der hier nicht verbindet. Okay, der Plan ist nämlich wie folgt. Wir haben ja jetzt eben schon gesehen in der letzten Folge, dass wir hier Schwefel mit Kalkstein zur Schlagge machen. Genau, das würde ich nämlich jetzt einfach machen. Ich würde hier halt einen Mischer hinmachen. Den da. Hier. Ziemlich weit unten, so. Dann würde ich nämlich von hier den Kalkstein mitnehmen. Ich frage mich gerade, warum hier so wenig drin ist, aber ist egal. Das müssen wir uns gleich angucken. Hier die Schlagge da rein. So, hier machen wir ein... Ist doch U-Form oder nicht? Klar ist das U-Form. So. Das dahin, das dahin. Und das kommt... Hier hin. So. Dann würde ich nämlich hier die Schlagge erzeugen. Wir hatten ja eben schon ein richtiges Rezept gesehen. Hier Schlagge erzeugen. Hier ein kleines Lager hinbauen. So. Die Schlagge da reinlassen. Hier kommt Schlagge rein. Und die möchte ich gerne leer halten. Und dann haben wir nämlich hier Priorität. Also er muss immer voll sein. Wenn der nicht voll ist, dann darf es nach rechts weg. Und halt im Mischer. So, was ist hier los? Ah, okay. Okay. Er soll nur so voll sein. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, ist das ein Duve, wie wir es machen könnten? Das ist halt die Frage. Wir würden dann auf jeden Fall Ammoniak bekommen. Wieder ein bisschen, hoffe ich. Und somit wirfte es doch der Produktion zugutekommen. Ah, guck mal, da kommt auch schon, da wird auch schon Schwefel dahin transportiert. Wir würden hier 60 Schwefel die Minute wegzimmern. Das sind 60, ja. Würde ein bisschen stoppen hin und wieder, aber das ist ja nicht das Problem. Das dürfte nicht das Problem sein. So, okay. Die hintere Maschine ist schon leer. Die Maschine ist auch leer. Die sind ja alle schon leer. Sehr schön. Okay, und jetzt dürften wir eigentlich auch wieder normal Ammoniak produzieren. Wir haben hier 51 Stück schon wieder drin. Ja. Und alles dürfte langsam wieder anlaufen. Wie gesagt, das Ammoniak wird dann transportiert später
Was macht er da? Okay. Das Ammoniak müsste dann eigentlich hierhin transportiert werden. Hierhin. Wenn das Ammoniak hier ist, dann wird daraus Wasserstoff. Der Wasserstoff wird hierfür gebraucht. Wobei hier gerade was anderes fehlt, merke ich gerade. Hier fehlt. Hier ist zu viel Schlacke drin. Sag mir nicht, ich habe die Schlacke auch vergessen. Nee. Was denn hiermit? Leer halten. Weg damit. Okay, kleinere Probleme hier am Anfang. Kleine. Das können wir später nochmal anschließen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So. Ah ja. Da kommen die Schlaggetransporter. Haben wir halt keinen Strom mehr. Aber. Okay. Gut. Ich hoffe. Boah, die Fehler werden halt immer mehr statt weniger. Ich hoffe. Damit. Oh ja. Hier kommen ja richtig viele Eier inzwischen. Was können wir denn noch mit Eier machen? Ich glaube nämlich, Eier ist gleich auch voll und dann haben wir Verstopfung hier, oder? Wie sieht's mit Eiern aus? Oh ja. Okay, Eier. Was können wir mit Eiern machen? Lebensmittelpakete oder Kuchen? Brot und Imbiss. Alles klar. Zucker, Speiseöl, Eier, Obst. Ach. Ja. Nee. Ja, nee. Einfach nee. Wie sieht das denn jetzt mit der Wurst und so weiter aus? Ist da jetzt ein bisschen mehr Luft drin? Kommt mir halt so gar nicht vor, ne? Kommt mir halt so gar nicht vor. Schlachtabfälle. Kommt mir halt so gar nicht vor. Ah gut, aber wir kriegen jetzt halt ein bisschen mehr Hühnchen, ne? Also das muss man halt auch sagen. Also wir kriegen halt mehr Hühnchen, mehr Fleisch. Sieht zwar noch nicht so aus, aber da läuft ja schon einiges mehr runter. Es wird zwar sofort verbraucht, aber wir haben halt schon ein bisschen mehr Fleisch da unten. Wie sieht's oben mit unserer Erde aus? Können wir... Da hat sich jemand festgefahren. Der muss dann halt warten, bis irgendjemand anderes die Erde da aufgefüllt hat. Hat er einfach Pech gehabt. Okay, aber hier kommt jetzt gerade wieder Poly runter und somit dürfte dann auch gleich hoffentlich die Produktion wieder ein bisschen anfangen. Das hier könnten wir übrigens komplett löschen. Die brauchen wir nicht mehr. Das war ja nur, um das Fach da leer zu kriegen. Hatten wir die medizinische Ausrüstung nicht hier unten jetzt neu gebaut? Jo. Hatten wir. Also die könnte eigentlich auch weg. Genau, die könnte eigentlich weg. So, warte mal. Das. Also ich muss sagen, dass ich das jetzt weiß mit dem Shift drücken. Das macht das ganze schöne Leben nochmal wirklich leichter. Das macht das ganze Leben nochmal ein bisschen leichter. Oh Mann. Oh nee. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee. Oh, da kommt wieder der Monk. Da kommt wieder der Monk. Es tut mir leid, aber da kommt der Monk. Da kommt der Monk. Das geht halt gar nicht. Das geht halt... Können wir den nicht auch abreißen hier? Können Sie nicht irgendwo anders hin, bitte? Können wir das nicht... Guck mal, ich baue dir hier gerne nochmal so ein Lager. Sehr gerne sogar. Aber das Ding ja muss weg. Aber das geht gar nicht. Oh, das geht gar nicht. Oh, das geht halt gar nicht, ne?
Also da bin ich Monk. Da bin ich wirklich zu sehr Monk, ey. Das tut mir so leid, ey. Aber das geht halt. Das geht halt für mich so gar nicht. Und hier ist gar keine Brücke, merke ich gerade. Okay. Warum ist hier keine Rampe? Brücke? So, was ist hier? So, das reißen wir auch nochmal ab. Wie sieht's hier aus? Hast du das gestehen? Ja. Okay, das heißt, die dürften das jetzt hier gleich rausholen. Hoffe ich. Und dann hier reinschmeißen. Okay, das da. Das wird jetzt, glaube ich, ein Kampf, den da. Ah, er macht das halt nicht, ne? Ah, doch. Ah, doch. Ah, doch. Wir haben sie irgendwie hinbekommen. Das ist okay. So. Wie sieht's jetzt aus? Können wir hier. Okay. Ja, gut. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so. Okay, ich weiß nicht, wo der die ganzen Sachen jetzt gerade hergeholt hat, aber wir haben irgendwie scheinbar viel mehr davon, als ich erwartet habe. Ich habe wirklich gedacht, der das jetzt hergeholt. Hinten aus unserem. Aus unserer. Ah, ach du meine Güte, was ist denn hier alles drin? Okay. Hier, warte mal, hier ist so viel Poli drin. Und ihr bringt das nicht darunter? Ach, weil ihr nicht hinkamt, das wolltet ihr letztes Mal die ganze Zeit von mir. Ah. Ja, okay. Wir haben aber auch hier kein Poli. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Moment. Das kriegen wir doch hin. Hier soll Poli rein. So. Dann würde ich nämlich hier so einen kleinen Poli-Zwischentank erstellen. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Sicherheit haben für Engpässe und so weiter. Das würde ich ja dann noch vollkommen in Ordnung finden. So. Update. Seid ihr euch jetzt hier einig, was er hier macht? Scheinbar ja. Scheinbar ja. Okay, ich glaube langsam, dass auch der Große dann reichen wird. Wenn er da so angucke. So, der ist nämlich jetzt auch voll. Ich vermute, dass er jetzt auch den Poli hier abholen wird, oder? 320. Meint ihr, den Poli würde der auch abholen? Poli. Ja. Und er hat ja irgendwelche Steine mitgenommen? Ist da Gestein drin? Da ist Gestein drin und Mischglas und Abfall und Kies. Warum haben wir denn da so viel Schrott? Und so viele medizinische Einrichtungen. Da ist was mich interessiert. Du bist Sand. Jo. Also, dann. Sind wir mal durch. Okay. Somit haben wir jetzt. Hier relativ viel Poli drin. Jo, okay, wir werden das jetzt einmal ändern. Und zwar, das ist hier hinweg. Das weg.
Dann würde ich das nämlich jetzt einmal umanschließen, okay? Okay. Umanschließen. Sorry, aber... Was sind das für Wörter? Er kann übrigens weg hier. Den brauchen wir da nicht mehr. Ich weiß gar nicht, für was wir den gebaut hatten. Wir sind aber auch keine Fahrzeuge drin. Er verwaltet hier zwar irgendwas, aber ich weiß nicht was. Keine Ahnung. So, okay. Und zwar, das geht hier dran. So, und das geht da dran. Dann haben wir nämlich jetzt einen kleinen Zwischentank. Das ist eigentlich ganz... Also ich finde das immer ganz gut. Man sollte sowas eigentlich immer haben. Haben das eigentlich für fast alles. Ich würde das Glas hier einmal zurücksetzen. Weil ich habe gesehen, wir haben hier auch noch Glas drin, oder? Ja, da 500 Glas. Die würde ich nämlich dann auch gerne einmal da aus dem System rausholen. Müssen wir uns bemerken. Solarzellen. Ja, mit den Solarzellen wollten wir eigentlich auch noch ein bisschen was machen, ne? Und zwar hier gerne oben diese komplette Anlage hier autonom laufen lassen. Haben wir auch nicht gemacht. Aber wir können ja mal gucken, Solarzellen. Die produzieren halt nicht viel. An Strom. Aber bekanntermaßen. Kleinvieh macht auch Mist. Deswegen würde ich hier jetzt nochmal so eine kleine Anlage bauen. Weil ich sonst oder so nicht weiß, was ich da oben hinbauen möchte. Weil die Anlage wird, wenn nur, größer vom Wasser her. Aber das bleibt erstmal. Uff. Okay. Warte mal. Haben die jetzt wirklich schon so viel da weggeknüppelt? War das Wasser nicht mal hier? Alles klar. Okay. Ja, gut. Wir haben immer noch Stromprobleme. Die können wir gerade auch gar nicht gleich lösen. Problem ist hier. Das hier ist das Problem. Das Hauptproblem. Wie sieht es eigentlich mit dem sauberen Wasser aus? Gucken mal ganz kurz, ob hier jetzt eigentlich alles läuft. Im Regelfall läuft hier alles. Wäre nicht das Problem, dass wir ein Stromproblem haben. Okay. Die Frage ist nur, läuft hier aktuell nicht, weil ja ein bisschen ist saure Wasser, ist noch ein bisschen platt. Aber wir müssen ihnen trotzdem die Nummer höher Nähe geben, weil die haben ja auch schon die höhere Nummer, weil das ja alles mit dem Strom zusammenhängt. Also sollten wir das auch schön laufen lassen. Deswegen sollten wir das auch schön laufen lassen. Ob ich da eine zweite hinbauen sollte? Nee, ne? Die hatten ja 60 und wir haben hier 66 oder 68, irgendwie sowas. Na, ja, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Sollte man nicht machen. Okay. So, wie sieht es jetzt mit dem Polymorph hier oben aus? Poly. Also, die Karte laufen. Der Vorrat dürfte jetzt gut wie weg sein, oder er ist schon weg, jo. War mir fast klar. Aber er hat jetzt wieder so ein bisschen Produktion. Viel. Warum haben wir hier eigentlich immer noch die billigen? Ja, wie gesagt, nur ein bisschen Spiel haben wir. Problem ist, die Dinger haben halt alle so schlechten Wert gerade. Aber wirklich so schlecht. Aber hier läuft jetzt erstmal alles. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Also, warte mal. Wir können das ganz kurz gegenrechnen. Bevor wir jetzt hier irgendwas Falsches sagen. Also die bräuchten hier die Minute 12, 24, 36. So, 36. Merken wir uns 36. Wir produzieren hier... Keine 36, das sehe ich jetzt schon. 6, 12, 18, 24, 30. Einer fehlt. Okay. Dann bauen wir uns noch einen hier hin. So.
Okay. Wichtig. Ich würde hier gerne einen laufen lassen. Vielleicht zwei. Okay, dann haben wir das. So, somit brauchen wir jetzt 6, 12, 18, 24, 30, 36 Poli. 36 Poli. Und die machen hier 12. Ja, okay. Also da kommen wir auf jeden Fall hin. Da brauche ich gar nicht weitergehen. Aber gut zu wissen, dass wir hier von denen eigentlich viel zu wenig zum Produzieren. Ne? Heißt also eigentlich, müsste ich das hier sogar noch zweimal, dreimal hinbauen. Ne? So, bauen wir die ganze Strecke mal aus. Ganz kurz geguckt, ob die Priorität mitgegangen ist, aber nein, ist glücklicherweise nicht. Ja. Somit haben wir das auch fertig. Ah, die Siedlung. Ach nee. Haben wir hier wieder alle Probleme. Ach, das Brenngas ist schon wieder voll. Okay, Brenngas ist voll, Müll ist voll, wir haben wieder. Warum ist der Dampf ist voll, weil, ach meine Güte. Okay, wir machen genau hier weiter in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.